Hey, dieses Mal zeigen wir euch mal wieder ein Video von unserem Kumpel Hoch. Er macht wirklich fantastische Videos und dieses hier ist ein echtes Highlight. Nächste Woche kommt dann wie immer unser Jahresrückblick. Das ist der Gulden. Er war jahrhundertelang die Währung der Niederlande. Dann ist er verschwunden. Januar 2002. Die Einführung des Euro wird gefeiert. Die Vision einer gemeinsamen europäischen Währung wird in vielen Ländern Wirklichkeit. Das war ziemlich schade. Nicht die Einführung des Euro, sondern das Ende des Gulden. Die bunten Farben übertreffen alle Dollarnoten. Der Leuchtturm überragt jede andere Währung. Die Porträts stellen sogar die Queen in den Schatten. Der Gulden hat Bargeld für immer verändert. Vielleicht ist es das beste Papiergeld, das jemals hergestellt wurde. Aber warum sieht das niederländische Geld so anders aus? Was macht es so besonders? Im Alltag wird Papiergeld immer irrelevanter. Sogar in Deutschland zahlen Menschen mittlerweile oft mit dem Smartphone. Zumindest, wenn das mobile Internet mitspielt. Wetel ist ein nachhaltiger und fairer Mobilfunkanbieter, der weit mehr als nur eine stabile Internetverbindung liefert. Wetel meidet, wo es möglich ist, CO2-Emissionen. Gleichzeitig baut Wetel mit den Gewinnen aus den Tarifen Solaranlagen. Wetel ist kein großer Konzern. Wir finden das Konzept und die Struktur hinter dem Mobilfunkanbieter sehr unterstützenswert. Wetel ist in sogenanntem Verantwortungseigentum. Das Unternehmen gehört sich also quasi selbst und ist so strukturiert, dass es nicht von Großinvestoren übernommen werden kann und keine dicken Boni oder Dividende ausgezahlt werden können. Wetel muss entsprechend dem Gemeinwohl dienen. Wetel hat auch einen klaren Fokus auf den Schutz eurer Daten und einen sehr zuverlässigen und vertrauenswürdigen Kundenservice. Der ist immer für euch da und kann euch auch bei der Mitnahme eurer alten Rufnummer helfen. Unter wetel.de/simply und mit dem Code SIMPLY erhaltet ihr 25 Euro Rabatt auf eure erste Rechnung oder Wetel investiert 40 Euro in den Ausbau von Solaranlagen. Checkt Wetel gerne aus und macht euren Mobilfunktarif nachhaltiger. Wenn ich mir meine Geldscheine anschaue, finde ich, dass es sehr schöne Geldscheine sind. Das ist der niederländische Grafikdesigner Otje Oxenaar. Er hat diese bunten, verspielten Briefmarken für die niederländische Regierung designt. Für diese geometrischen Muster hat er neue, computergestützte Techniken genutzt. In den 60ern designte er diese 5 Porträtgeldscheine. Sie zeigen wichtige niederländische Persönlichkeiten wie den Schriftsteller Vondel, den Maler Hals, den Komponisten Sweelinck, den Marineoffizier De Ruyter und den Philosophen Spinoza. Die Porträts sehen irgendwie komisch aus, als gehörten sie eher in einen Comic als auf einen Geldschein. Die niederländischen Geldscheine sind sehr einzigartig. Sie unterscheiden sich von allen anderen mir bekannten Banknoten der Zentralbank. Sie sind visuell sehr auffällig, aber ich kann mir vorstellen, dass sie nicht jedem gefallen. Bei einem Geldschein denkt man an den jeweiligen Wert dieses Scheins. Was kann ich mir damit kaufen? Scheine sind aber auch Symbole. Es sind Millionen von winzigen Werbetafeln, die über ein ganzes Land verteilt sind. Ein Land kann über sein Geld zeigen, wofür es steht. Es ist eine Leinwand, auf der nationale Helden und Ikonen gezeigt werden. Warum sehen Oxenaars Porträts dann so komisch aus? Die Geldscheine sollten Porträts berühmter historischer Persönlichkeiten enthalten, die keine politischen Probleme verursachen würden. Porträts von bedeutenden Persönlichkeiten werden am häufigsten auf Geldscheinen abgebildet. Ihre Errungenschaften und Lehren sollen so in Erinnerung gehalten werden. Bilder von Personen können aber auch kontrovers sein, gerade wenn ihr Wertesystem veraltet und vielleicht sogar gefährlich ist. Statuen und Monumente können Denkmäler für Kolonisatoren, Sklavenhalter und Diktatoren sein. Porträts auf Geldscheinen tragen dasselbe Risiko. Andrew Jackson war 7. Präsident der USA und Sklavenhalter. Er wird bis heute auf der 20-Dollar-Note abgebildet. Seit Jahren wird diskutiert, ob sein Porträt durch das von Harriet Tubman, einer Sklavenbefreierin, ersetzt werden soll. Andere fordern, dass gar keine Personen mehr auf Geldscheinen abgebildet werden sollten. Oxenaar umgeht den kontroversen Personenkult geschickt. Er scheut nicht davor zurück, Menschen darzustellen, bildet sie aber auch nicht 1:1 ab. Er entwirft Karikaturen von ihnen. Einige Porträts auf Geldscheinen schreien danach, ernst genommen zu werden. Wenn dann jemand fordert, es zu entfernen, kann der Aufruhr entsprechend groß sein. Wenn die Person aber ohnehin irgendwie lächerlich dargestellt wird, gibt es weniger, worüber man streiten kann. Oxenaars Porträtdesigns haben die Welt der Geldscheine verändert.
Seine zweite Serie hat sie komplett auf den Kopf gestellt. Ochsener soll die 100-Guldenscheine ersetzen und komplett neue 50- und 250-Guldenscheine kreieren. Bei der Überarbeitung des 100er-Scheins wird aus dem Marinekommandanten ein Vogel. Das war für damalige Verhältnisse bahnbrechend. Schnepfenvögel haben nichts mit der niederländischen Kultur oder Identität zu tun. Diese Vögel leben in einem Sumpfgebiet, das eben zufällig in den Niederlanden liegt. Der Vogel selbst ist aber in keinster Weise ein nationales Symbol. Über Jahrhunderte hinweg war niederländisches Geld eng mit Gesichtern von Herrschern, Wissenschaftlern und Künstlern verbunden. Ochsener nimmt sie alle hops. Der 100-Guldenschein wird zum ersten Geldschein der westlichen Welt, der kein Porträt zeigt, sondern einen Schnepfenvogel. Auf dem 50-Guldenschein bildet er eine Sonnenblume ab. Ein weiteres Objekt ohne klaren Bezug zu den Niederlanden, aber eine indirekte Hommage an Van Gogh. Durch den Kleber ist die Biene von oben auf die Blume gefallen, als ob sie dorthin geflogen wäre. Die Ziffern des 50ers stehen horizontal auf dem Schein. Ein Teil des Textes ist aber vertikal. Um ihn lesen zu können, wirst du dazu verleitet, den Schein zu drehen. Du überreichst dem Kassierer so kein Geld, sondern eine Blume. Dann ist da noch der Leuchtturm, Ochseners letzter und wahrscheinlich schönster Geldschein. Man kann auf dem Geldschein sehen, dass ganz kleine Buchstaben hinzugefügt wurden. Zum Beispiel der Name aller Küstengebiete, in denen es Leuchttürme gibt. Ochsener will eine Währung schaffen, die die Niederlande symbolisiert, ohne Klischees zu bedienen. Keine Windmühlen, Holzschuhe, Kühe oder Tulpen. Ochsener wählt absichtlich Symbole, die weniger für die Niederlande stehen. Er geht noch einen Schritt weiter. Er verwebt seine einzigartigen Designs kreativ mit den nötigen Sicherheitsmerkmalen von Papiergeld. Geldscheine müssen vor Fälschung geschützt werden. Banken geben Papiergeld mit solchen Wasserzeichen aus, damit es schwerer zu kopieren ist. Ochsener entwirft ebenfalls Wasserzeichen. Sie unterscheiden sich aber von den gewöhnlichen. Anstelle von Köpfen oder Engeln entscheidet sich Ochsener für Tiere. Für den 100er ist das Wasserzeichen der Kopf des Schnepfenvogels, auf der Blume eine Biene und auf dem Leuchtturm ein Kaninchen. Dieses Kaninchen hat meiner Freundin gehört. Jeder muss jetzt mit meinem Kaninchen in der Tasche herumlaufen, das finde ich super. Auf dem 10-Guldenschein und auf dem Spinoza-Schein hinterlässt er ein noch persönlicheres Zeichen, seinen Fingerabdruck. Ich habe da was Persönliches eingebaut. Mein Fingerabdruck ist im Haar von einem der bedeutendsten Philosophen der Welt, Spinoza. Ziemlich frech von mir. Kein ernsthafter Künstler hätte es jemals gewagt, seinen schmierigen Fingerabdruck auf einen Geldschein zu packen. Ochsener macht es trotzdem. Als die niederländische Nationalbank ihn bemerkt, ist es bereits zu spät. Das ist das Schöne an der Herstellung von Geldscheinen. Man kann Millionen von Denkmälern schaffen. Im Leuchtturm versteckt Ochsener die Namen von drei Frauen, seiner Enkelin, seiner Partnerin und einer Freundin. Der Designstreich wird wieder übernommen, ohne dass die niederländische Nationalbank davon etwas weiß. Ochsener lässt seinen persönlichen Humor immer wieder in die Sicherheitsmerkmale einfließen. Die kleinste Schrift, die ihr in diesem weißen Quadrat seht, ist dafür gedacht, dass ihr, wenn ihr irgendwo sitzt, an einem privaten Ort wie der Toilette, etwas zum Lesen habt. Eine weitere Methode, um Fälschungen zu verhindern, ist der Mikrodruck. Dabei fügen die Banken einem Geldschein winzige Merkmale hinzu. Dadurch wird es schwieriger, sie mit einem normalen Drucker zu fälschen. Normalerweise werden dafür kleine, langweilige Textzeilen auf die Scheine gedruckt. Für die Verantwortlichen sind es oft einfach nur Sicherheitsmerkmale, die irgendwo hingeklatscht werden müssen. Dann kommt der Künstler vorbei, übergibt seine Skizzen, seine Ideen und dann sagen sie ihm, das Design muss geändert werden, das ist unser Job, wir sind für die Sicherheit verantwortlich. Man kann das Design und die Sicherheit eines Scheins als separate Aufgaben betrachten. Man kann Sicherheitsmerkmale aber auch zu einem Teil des Designs machen. Ich habe gesagt, ich brauche uneingeschränkten Zugang zu jedem Detail, zu jeder Technik, zu jedem Geheimnis. Sonst kann ich keinen guten Entwurf machen. Ich muss wissen, was die Techniken sind. Die Bank hat das akzeptiert. Man kann etliche dünne Linien zeichnen, weil das einen Schein sicher macht. Man kann aber auch etliche dünne Linien zeichnen, damit der Schein gut aussieht. Es gab zwei Ansätze für die Gestaltung der niederländischen Geldscheine. Sie sollten leicht herzustellen und gleichzeitig sicher sein. Außerdem sollte man sie einfach und gut nutzen können. Deshalb sehen die Scheine so aus, wie sie aussehen. Es ist mir gelungen, ein Design zu schaffen, das in meinen Augen ein normales Design ist.
Die 50, 100 und 250 Guldenscheine haben jeweils ihr eigenes Grundmotiv. Im Hintergrund haben sie hunderte fälschungssichere Mikrolinien, die das jeweilige Design unterstützen. Sie sind Design und Sicherheitsmerkmal zugleich. Für alle Geldscheine, nicht nur für die 250er, gibt es ein viertes Sicherheitsmerkmal. Und das ist die Plattendrucktechnik. Das kann man mit den Fingerspitzen fühlen. Wenn man mit seinen Fingerspitzen langsam über die Banknote streicht, dann spürt man dicke und raue Linien. Das sind dicke Tintenlinien, die durch eine spezielle Drucktechnik entstehen. Ich habe sehr einfache Farben gewählt, weil es sich um eine kleine Serie von nur 5 Geldscheinen handelt. Statt einheitliche oder gedämpfte Farben zu nehmen, entscheidet sich Ochsenar für leuchtende Rot-, Blau-, Gelb- und Grüntöne. Als ich meinen ersten Geldschein hergestellt habe, meinten die Drucker zu mir, dass mehr Farbe ein Ding der Unmöglichkeit sei. Sie sagten, wenn du ein Grün verwendest, muss es sehr dunkel, fast schwarz sein, sonst sei es nicht sicher. Das hat am Ende aber nicht gestimmt. Ich musste einfach nur immer wieder nachfragen. Die Geldscheine von Ochsenar fallen nicht nur neben einfarbigen Scheinen auf, sie stechen auch im Vergleich mit bunten heraus. Sie sehen fast so aus wie Monopoly-Geld. Das ist auch kein Zufall. Das einzige Geld, das ich je gesehen habe, das so einfach und eindeutig war, wie ich es mir wünschte, war das Monopoly-Geld. Das war in meinen Augen schönes Geld und ich hoffe, dass meine eigene Arbeit ein bisschen so aussieht, weil es für mich das einzige echte Beispiel für gutes Geld war. Bei Monopoly-Geld kennt man den Wert, ohne auf die Zahl zu schauen. Das Design ist übersichtlich, der Aufbau standardisiert, die Schrift simpel. Beim Gulden ist es ähnlich. Auf den ersten Blick weiß man, um welchen Geldschein es sich handelt. Die Wahl der Farben ist gut durchdacht. Die Grundfarben Blau, Rot und Gelb sind für das menschliche Auge am deutlichsten erkennbar. Die am häufigsten verwendeten Scheine haben auch die deutlichsten Farben. Nur hohe Geldscheine verwenden weniger auffällige Farben. Ein sattes Grün, ein königliches Violett und ein ruhiges Braun. Farbenblinde können die Scheine anhand der großen, lesbaren Zahlen unterscheiden. Das Ziel war es, eine sehr klare Typografie zu verwenden. Auf einem gefalteten Schein sollte man mindestens 4-mal den Wert erkennen können. Die Entwürfe von Ochsenar waren unfassbar einflussreich. Sie hatten sogar Einfluss auf den Euro. Die Verwendung unterschiedlicher Farben wurde erst in Erwägung gezogen, als die niederländische Nationalbank einen entsprechenden Vorschlag bei der EU vorlegte, basierend auf Ochsenars Entwürfen. Ochsenar hat die Regeln dafür, wie ein Geldschein aussehen kann und soll, für immer verändert. Cheers!